schönen Abend. Kurz im Kino. Am Abend fand die Premiere eines Films über den Ex-Kanzler statt. Wir analysieren gleich im Studio. Kampf gegen IT-Konzerne, wie die EU die marktbeherrschende Stellung von Internetriesen einschränken will. Und Venedig verlangt Eintritt. Ab nächstem Jahr sollen Tagestouristen zahlen. Herzlich willkommen bei der ZIP3. In Wien wurde heute Abend die große Premiere der neuen Doku Kurz, der Film, gefeiert. Darin nützt der ehemalige und demnächst vor Gericht stehende Ex-Kanzler ausgiebig die Gelegenheit, seine Sicht vom politischen Aufstieg und Fall zum Besten zu geben. Der Film wurde am Abend im Artis-Kino gezeigt. Insgesamt waren rund 700 Gäste dabei, darunter viel ÖVP-Prominenz und auch Sebastian Kurz selbst. Großer Andrang für die Premiere einer Kinodokumentation herrschte heute Abend im Artis-Kino. Der Protagonist selbst, Sebastian Kurz, bekam den Film unter Begleitung einiger ÖVP-Mitglieder heute auch das erste Mal zu sehen. Ich war, als die Anfrage gekommen ist, damals relativ skeptisch. Ich hatte dann ein Gespräch mit dem Produzenten und habe das Gefühl gehabt, er versucht, einen ausgewogenen Film zu machen, wo Freunde und Gegner zu Wort kommen. Der Film wurde ohne öffentliche Förderungen finanziert. Dem Regisseur Sascha Köllenreitner und dem Produzenten wurde vorab Nähe zur ÖVP vorgeworfen. Die Kritik, dass es sich mehr um einen Werbefilm als um eine Dokumentation über den Ex-Bundeskanzler handelt, weisen die Macher zurück. Dass hier Mutmaßungen getätigt wurden, die absolut nicht in meinem Interesse sind, darüber ärgere ich mich einerseits und schmerzt mich persönlich andererseits. Kurz, der Film ist weniger eine Dokumentation, sondern vielmehr ein Porträt des Sebastian Kurz. Kommentiert wird die Laufbahn von Wegbegleitern und wenigen Kritikern. Wir sehen auch Kritiker, wir hören auch Kritiker von Sebastian Kurz, aber das Verhältnis ist ungefähr 6:1. Gezeigt wird seine politische Karriere von den Anfängen bei der jungen ÖVP über seine Kanzlerschaft bis hin zu seinem Rücktritt. Unser Gast dazu ist jetzt die Falter-Journalistin, Autorin und Historikerin Barbara Todt. Einen schönen Abend, willkommen bei der ZIP3. Schönen Abend. Sie sind eine Kurzkennerin, Sie haben 2018 auch ein Buch über Kurz geschrieben und sich jetzt eben auch den Film angeschaut. Wird denn das Bild, das im Film von Sebastian Kurz gezeigt wird, passt das irgendwie mit dem echten Kurz zusammen? Bedingt. Also es ist ein Film, der eigentlich ein Werbefilmchen ist, auf 1,5 Stunden ausgedehnt. Es ist sehr nahe an Sebastian Kurz erzählt. Es ist ein PR Coup aus seiner Sicht. Und ja, wir kommen dem Ex-Kanzler nahe. Für Fans sind da sicher schöne Bilder dabei, aber er ist nicht ausgewogen und es wird auch nicht die Ambivalenz und es wird auch quasi nicht seine ganze Regierungszeit vollinhaltlich präsentiert. Also es ist doch auch ein bisschen einseitig geworden. Einseitig und ein Werbefilm für Sebastian Kurz, sagen Sie. Der Regisseur Sascha Köllenreiter, der hat jedenfalls jede politische und ideologische Nähe zu Sebastian Kurz und zur ÖVP bestritten. Wie glaubhaft ist das? Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass er kein ÖVP-Parteigänger ist und Sebastian Kurz kritisch gegenübersteht, aber er ist ein Handwerker, er ist ein ausgezeichneter Werbefilmer, er ist ein guter Regisseur. Der Film ist auch von der Dynamik her, von den Bildern her, er ist durchaus unterhaltsam, er ist kurzweilig. Also der ist schon gut gemacht, er hat, glaube ich, handwerklich ein okay Ergebnis abgeliefert. Ob er sich selber zu 100% damit identifizieren kann, das wage ich zu bezweifeln. Den Machern ist jedenfalls ein Überraschungscoup gelungen, dass es diesen Film gibt. Das wurde erst vor wenigen Tagen bekannt. Da wurde erst die Katze aus dem Sack gelassen. Warum diese Geheimniskrämerei? Glauben Sie, da gibt es doch einen Plan dahinter? Also es gibt sicher eine Absicht dahinter. Ich würde jetzt nicht quasi die große Verschwörungstheorie unterstützen, dass das politische Comeback von Sebastian Kurz einläutet. Aber es passt natürlich zeitlich gut zum Prozessbeginn am 18. Oktober. Es ist im Film auch eine gute Spur an Litigation-PR vorhanden. Also es wird für den Prozess hin schon vorgebaut an der Erzählung, dass Sebastian Kurz selber immer saubere Hände gehabt hat und nur sein Umfeld vielleicht den einen oder anderen Fehler begangen hat. Also ich glaube, es ist hin zum Prozess getimt und es ist natürlich für den Unternehmer Sebastian Kurz ein Imagefilm, mit dem er sich, auch wenn er dann in der Welt herumreist, schmücken kann. Vielleicht bekommt ja dieses Bild des Saubermanns Kurz ja doch noch ein paar Risse, wenn nämlich in 2 Wochen der doch als deutlich kritischer eingestufte Film Projekt Ballhausplatz in die Kinos kommt, wo auch Sie als Journalistin interviewt wurden. Welches Bild von Kurz wird sich denn dann in der Folge durchsetzen? Idealerweise würde ich jeden, der
an dem Thema noch interessiert ist. Es gibt ja schon wirklich sehr viele Bücher zu Sebastian Kurz und seine Zeit ist ja auch schon ein wenig vorbei. Aber wer sich wirklich dafür interessiert, sollte wahrscheinlich beide Filme sehen, weil in der Zusammenschau ergibt sich dann, finde ich, ein durchaus gutes und ausgewogenes Bild des Kanzlers. Also nur, wenn man nur den einen Film gesehen hat, weder den einen noch den anderen, dann fehlt vielleicht ein bisschen was. Aber wenn man beide gemeinsam sieht, dann hat man am Ende, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Heute war jedenfalls auch viel ÖVP-Prominenz bei der Premiere mit dabei. Insgesamt 700 Gäste sind da ins Artis-Kino gekommen. Viele ehemalige Kanzler und jetzige Minister. Erwartet sich die ÖVP da jetzt irgendwas davon? Ja, es ging ja das Bild vom Klassentreffen durch die Medien, dass die Filmpremiere quasi ein Klassentreffen war. Was hat die ÖVP davon? Sie hat schöne Bilder, sie hat eine glanzvolle Premiere, alle waren happy und es gab viele Bussi-Bussis und man konnte über ein freudiges Ereignis reden. Das ist etwas, was die ÖVP in den letzten Wochen und Monaten selten konnte. Also sie hat sicher auch etwas davon, nämlich wieder mal hübsche, fröhliche Bilder. Wer wenig davon hat, ist, glaube ich, Kanzler Karl Nehammer, der ja auch nicht direkt bei der Premiere jetzt dabei war. Wenn Sie jetzt Mitglied einer Filmakademie wären und Sie müssten ein Filmprädikat vergeben, welches wäre das? Besonders wertvoll, wertvoll, sehenswert oder doch keines? Bedingt sehenswert. Bedingt sehenswert. Vielen Dank, Barbara Todt, für den Besuch bei uns. Gerne. Das Urteil im Fall Florian Teichtmeister ist seit heute rechtskräftig, doch die Diskussionen, ob die Strafe für den Ex-Burgschauspieler nicht zu mild ausgefallen ist, die geht weiter. Die Politik hat ja schon nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Jänner ein Gesetzespaket mit höheren Strafen bei Besitz von Missbrauchsdarstellungen präsentiert. Doch bis jetzt liegen nur Teile dieses Gesetzes vor. Verschiedene Ministerien, die unterschiedliche Teile für das Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch liefern. Das Bildungsministerium etwa hat Kinderschutzkonzepte für Schulen vorgelegt. Der Gesetzesentwurf, der bis vor kurzem in Begutachtung war, geht vielen aber nicht weit genug. Das Justizministerium arbeitet bereits seit Mai an der Überarbeitung des Gesetzesentwurfs für höhere Strafen. Natürlich müssen die Kritikpunkte, die im Begutachtungsverfahren aufgeworfen werden, in den Entwurf eingearbeitet werden. Das ist das, was wir jetzt gemeinsam machen, damit wir es im Herbst dann beschließen können. Höhere Strafandrohungen würden bei Menschen, die Missbrauchsbilder Minderjähriger konsumieren, aber nichts bewirken, sagt die Strafrechtsexpertin. Im aktuellen Fall sei das Urteil nachvollziehbar. Warum greift man sich diesen einen Menschen heraus und macht ihn dermaßen fertig? Er hat nichts anderes gemacht als viele andere auch. Und bitte, die unmittelbaren Täter sind die, die das Kind gequält haben. Daher müsse das Überführen der wahren Täter im Fokus liegen. Im Maßnahmenpaket der Regierung soll aber auch die Prävention gestärkt werden, wenn es denn fertig wird. Strengere Gesetze, das fordert auch die EU-Kommission, und zwar im Kampf gegen die großen Internetkonzerne. Die seien mittlerweile so mächtig, dass sie tun und lassen könnten, was sie wollen, so der Befund in Brüssel. Mit neuen Gesetzen will man die Digitalkonzerne jetzt in ihre Schranken weisen. Mehr dazu von unserem EU-Korrespondenten Benedikt Feichtner. Sechs Unternehmen sind laut EU-Kommission sogenannte Gatekeeper. Gemeint sind Internetkonzerne, die eine marktbeherrschende Stellung einnehmen und diese ausnutzen, etwa indem eine Suchmaschine oder eine Verkaufsplattform die eigenen Produkte bevorzugt. Vom neuen Gesetz betroffen sind Alphabet mit seinen Plattformen Google und YouTube, aber auch Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Instagram oder WhatsApp, ebenso TikTok, Apple, Microsoft und Amazon. Ab 6. März kommenden Jahres müssen sich diese Online-Riesen an neue Regeln halten, damit sich auch kleinere Unternehmen am Markt behaupten können. Künftig können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise Nachrichten von kleineren Messenger-Diensten wie Signal an den Marktbeherrscher WhatsApp schicken und umgekehrt. Am Smartphone wird außerdem das Löschen von vorinstallierten Apps ermöglicht und auch die Bezahlsoftware Apple Pay muss künftig Konkurrenz erdulden. Wenn sich Unternehmen nicht an die neuen Regeln halten, drohen Strafen in Milliardenhöhe. Sintflutartige, noch nie dagewesene Regenfälle halten weiter den Südosten Europas in Atem. Die Schäden gehen ins Unermessliche. 14 Menschen sind durch die Fluten bereits ums Leben gekommen. Alleine in der Türkei sind 7 Menschen gestorben. In Istanbul haben sich Straßen in reißende Flüsse verwandelt. In der griechischen Region Thessalien wurden Rekordregenmengen gemeldet. Hier soll es noch nie zuvor so viel geregnet haben. Das ist schlimmer als alles, was ich jemals gesehen habe. Es ist entsetzlich, sagt dieser Mann. Mit weiteren Fluten wird gerechnet.
Wir schauen nach Venedig, wo nach Corona jetzt wieder die Massen über den Markusplatz strömen und die Gassen der Lagunenstadt verstopfen. Viele von ihnen sind Tagestouristen, die jetzt aber von der Stadt zur Kasse gebeten werden sollen. Mit einer Eintrittsgebühr von 5 Euro. Mehr dazu von unserer Italien-Korrespondentin Cornelia Wospanik. Wer eine Gondelfahrt erleben will, weiß schon jetzt, billig ist Fortbewegung in Venedig nicht. Ab kommendem Jahr gilt das auch für die eigenen Füße. 5 Euro Eintrittsgebühr sollen Besucherinnen und Besucher, die nur für einen Ausflug herkommen, künftig zahlen. Vorerst an etwa 30 Spitzentagen, die werden im September noch definiert. Es könnte erst der Anfang sein. Wir testen und verfeinern einmal. Das System könnte ausgeweitet werden, auch auf das ganze Jahr. Einfach und digital soll das alles funktionieren, verspricht der Stadtrat. Die Rede ist von einer Online-Anmeldung und Zahlung. Den QR-Code, den man so bekommt, wird man bei Kontrollen vorweisen müssen. Bei Nichtbeachtung sind saftige Strafen angekündigt. Dem Finanzstadtrat bringen die ersten 30 Tage wohl nicht so viel. Das Ziel ist aber ohnehin ein anderes. Endlich den Tagestourismus an einigen Tagen unattraktiv zu machen. Oder überhaupt unattraktiv zu machen. Wer in Venedig übernachtet, muss nicht zahlen. Zumindest die Eintrittsgebühr nicht. Die Nächtigungstaxe natürlich schon. Diese Schönheit hat jedenfalls ihren Preis. Warum ins ferne Venedig schweifen? Hier der Blick vom Hundstein Richtung Hohe Tauern. Bestes Wanderwetter gibt's dann auch morgen wieder. In Österreich geht's mit absolut ruhigem Hochdruckwetter weiter. Zur Sonne kommen nur ein paar Nebelfelder sowie einige Quellwolken über den Bergen. Die Nacht wird erneut recht kühl, tagsüber wird es wieder sommerlich warm. Sonnig mit einigen Frühnebelfeldern geht's am Wochenende weiter. Es gibt maximal harmlose Quellwolken über den Bergen und die Höchstwerte liegen weiterhin im sommerlichen Bereich. Damit sind wir am Ende der ZIP 3. Kurz vor Mitternacht meldet sich noch einmal der ZIP-Flash mit einem kurzen Nachrichtenüberblick. Bis dahin von uns allen einen schönen Abend.